Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Scrap Mechanic. Heute bauen wir an unserem Roboter weiter. Den Arm lassen wir mal Arm sein und bauen heute am Kopf. Warum mit dem Kopf anfangen und nicht von unten mit den Füßen? Das ist ganz einfach, das zeige ich euch mal fix. Der Grund dafür, warum ich das machen möchte. Okay. Das funktioniert also nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann müssen wir eine eigene Mechanik bauen, um ins Fahrzeug zu kommen, beziehungsweise in den Kopf zu kommen vom Roboter. Was brauchen wir für Material? Wir brauchen wieder diese ganzen Stängezeug. Wir brauchen dieses hier, brauchen dieses hier und vielleicht dieses hier. Okay. Und dann fangen wir mal an. Ich würde sagen, fangen wir so an. Wir bauen jetzt einen Lift, der uns in den Kopf bringt, damit ich dann zeigen kann, warum wir den Kopf zuerst bauen. Ich könnte es euch natürlich auch sagen, aber das wäre ja langweilig. Ich hatte mir den Lift schon mal überlegt, deswegen hoffe ich mal, dass das jetzt etwas schneller vonstatten geht. Ich habe das aber falsch gebaut. Das muss hier raus. Das daran. Das daran. Man sieht eigentlich schon, warum der Kopf das Wichtige ist. Es ist im Prinzip, es wird die Schaltzentrale. Also auf dieser Seite fehlt noch alles. Auf dieser Seite ist es schon montiert. Alles, was an Controllern und Knöpfen und Motoren und so weiter, vielleicht Motoren nicht, aber was an Controllern und Knöpfen gebraucht wird, soll alles im Kopf landen. Und die Motoren dann vielleicht im Körper. Schauen wir mal, wie das geht. Ich kann ja den Kopf mal von vorn zeigen. Also ich habe mir das so überlegt, dass man da relativ viel sehen muss. Der soll kippbar werden nach vorn, also so, dass man nach unten gucken kann und nach vorn und nach rechts und links drehbar. Das ist das Ziel. So. Aber dazu müssen wir jetzt erstmal da reinkommen. Und da verbinden wir mal einen Controller mit dieser Seite hier. Okay, Stück raus und jetzt da rein, zurück, vielleicht kommen wir natürlich nicht an den Controller ran, jetzt müssen wir doch einen anderen Controller bauen, mit dem wir besser interagieren können. Ich jetzt hier einen hinsetze zum Testen, erstmal komme ich denn da ran, ja, okay. Gut, dann binden wir diese ganzen und der soll jetzt mal nach unten, nee, 90 Grad, weniger als 90 Grad, so, genau, und der hier soll standardmäßig in die andere Richtung. Reicht das? Das reicht noch nicht. Noch weiter. So. Noch weiter. Das sieht schon mal gut aus. Okay. Wir können noch ein bisschen weiter damit. 50 Grad. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Den nach innen gerichteten. Und dann noch ein Bearing ran. Und so, jetzt müssen wir gucken, dass wir das gerade machen. Dazu kommt hier auch wieder ein Controller ran und der muss jetzt in diese Richtung. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, ich mache es einfach mal. Hängt der hier? Ne, da ist eigentlich Platz.
Also noch ein bisschen weiter. 30 Grad. Noch weiter. 60 Grad. Zu weit. Ach, das Augenmaß. So, 45 Grad haben wir jetzt. Und jetzt stimmt es. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch... Ah, jetzt kriegen wir hier noch keinen ran. Wir müssen also noch ein Stück mit dem ersten wieder zurück. Der war zu weit. Zurück. Dann drücken wir mal die Shift-Taste und gehen mal nur 5 Grad zurück. Das sieht doch gut aus. Ist nicht ganz die Höhe, wie sie sein soll. Aber es funktioniert. Okay, dann brauchen wir natürlich, das haben wir ganz vergessen, einen Knopf, mit dem wir das Ganze auslösen. Und diesen Knopf, den befestigen wir hier drauf, damit der immer mitfährt. Und mit dem Controller. So, und jetzt noch die Bewegung vom Controller. Ich glaube, dieses Ding ist nicht schlank genug, weil wenn wir jetzt hier hochfahren, dieser Arm sich hier so hochkippt, landet der ja hier vorne. Dann sind diese zwei Dinger zu kurz. Mist. Und das müsste genau eine Linie sein, damit es überhaupt hier rüber knicken kann, weil sonst würde der jetzt erstmal runterdrücken. Das heißt, wir müssen diesen Arm verkürzen. Richtig? Dann brauchen wir das Schweißtool. Wir müssen es neu bauen. Und eigentlich müssten wir von oben anfangen, damit wir sehen können, wie der Winkel ist. Also hier rein und tatsächlich mal von oben anfangen. So. Genau. So kurz, es werden so viele Bearings. Das möchte ich eigentlich nicht, möchte ich eigentlich vermeiden, um einfach die Performance noch ein bisschen oben zu halten. Also nicht zu viele Gelenke und Steuerungen, die nötig sind und so weiter. Um das jetzt nach unten zu bewegen, müssen wir diesen hier gegen den Uhrzeigersinn, diesen hier und der muss im Uhrzeigersinn nach hier unten. Der hier dran ist im Prinzip gegen den Uhrzeigersinn. Die sind ja alle in die gleiche Richtung gestellt. Also im Uhrzeigersinn. Probieren wir es einfach mal an. 30 Grad im Uhrzeigersinn. Genau, dann muss die 2 auch 30 Grad im Uhrzeigersinn. So. Okay, das ist schon mal richtig.
Also diese hier in diese Richtung, diese hier in diese Richtung. Die 3 muss in... sagen wir mal wieder diese Richtung. Jeweils zu 4. Gehen wir weiter in 15 Grad Schritten. Und dann machen wir das Feintuning gleich. Du liegst mir im Weg. Ja, genau, deswegen brauche ich dich größer. Okay. So, also die 3 müsste fast auf 90 Grad sein. Aber die scheint ein bisschen fest zu klemmen. Oder stimmt das Gefühl? Also noch mal auf 90 Grad. Ach so, das ist zu weit. Ah, wir waren zu weit. So. Okay. Drauf. Drücken. Hochfahren. Drin sein. Ha! Da haben wir's. Unser Fahrschulsystem. Perfekt. Gut, und dann sieht man auch, wie es im Kopf aussieht. Nämlich so. Also diese Seite soll natürlich noch zugebaut werden, wie diese. Weiß ich nicht, ob ich das in ein Video drüber mache oder ob ich das dann einfach mache. Und hier ist ein bisschen ungünstig, dass das genau auf Augenhöhe ist, aber ich glaube... hier mal testweise einen Sitz reinbauen. Meinetwegen hier. So. Kann man eigentlich von außen sehen. Wie war das denn jetzt mit dem... wie kann ich denn jetzt... Leute, wie kann man in die... First-Person-Perspektive wechseln. Kann mir das einer sagen? Plus, Minus geht nicht. U, W, R. E ist klar. D, F, T, Z, Y, X. Hier. X und C. Mit X. Oh, mit X kann ich in der First-Person-Perspektive hier sitzen und ein bisschen gucken. Aber jetzt, wenn ich mir das so angucke, könnte man den Sitz dann doch nach vorne machen, ne? Weg, drehen den, so gut, und dann hat man hier oben ein bisschen was man sieht, und man kann aber auch relativ weit nach unten schauen. Ich guck mal, ob ich den sogar noch vorne reinsetzen kann. Hoch. Nee, das geht leider nicht, schade, aber das kommt alles später. Hier jetzt erstmal zum Thema Fahrstuhl. Jetzt bauen wir mal den Knopf wie besprochen nach innen und fahren nach unten. So. Dann können wir den Fahrstuhl mal
ein bisschen. Das geht nicht. Das geht aber. Wir könnten den hier theoretisch mal so eine Art Stufe noch geben, dass man besser reinkommt. Und zwar so hier. Ha, kommen wir jetzt überhaupt noch an den Knopf? Ja. Und noch eine Stufe, so, Knopf. Unten eingehen. Dann kann man noch hier hinten das zumachen. So, wahrscheinlich nach oben fahren dafür. Na komm. Ja, fahren wir nach oben. Ich hab's fast. Gib mir noch die Sekunde. So. So. Was wir jetzt nicht bedacht haben ist, wenn wir jetzt aus Versehen das hier machen. Okay, nee, das ist kein Problem. Dann kann man einfach runterspringen und hier unten kommen wir an den Knopf ran. Also alles gut. Hier noch zu und hier noch zu. Und jetzt sieht das doch ganz gut aus hier. Zack. Drücken. Rausgehen. Fertig. Reingehen. Aber jetzt kann man nicht mehr so gut reingehen, weil die Stufen nicht ausreichen. So, noch eine bauen oder was? So kommen wir natürlich nicht mehr an den Knopf, also müssen wir das frei machen. Ah ne, das ist nicht so gut. Dann wackelt's. Also müssen wir es so lassen. So. Ja, ist doch okay. Das ist doch okay. Fahrstuhl gebaut. Und hinauf. So. Und dann sind wir auch schon am Ende der Folge. Haben den kleinen Fahrstuhl in den Kopf gebaut. Was ich euch noch zeigen will, also wie gesagt, hier sind dann die ganzen Controller, über denen die dann alles gesteuert werden soll. So ist zumindest aktuell der Plan. Ich hatte ja mal den Plan, die jeweiligen Controller im Gelenk, also im Körperteil zu platzieren. Ich bin mir nicht mehr sicher, was die bessere Variante ist. Ich denke mal, das hier ist die bessere Variante, weil A, spare ich mir dort Material und damit Gewicht. B, habe ich alles an einem Ort und kann es besser kontrollieren. Und C, kann ich auf diese Art und Weise auch schnell mal gucken, okay, hier sind drei Sachen drin, hier werden drei gesteuert, hier werden drei gesteuert, dann packe ich die doch alle in einen. Man muss dann nicht immer irgendwie zu dem jeweiligen Körperteil hinrennen und gucken, dass ich den Controller treffe, sondern schafft das eigentlich alles von hier. So zumindest der Plan. Ich habe den Kopf relativ luftig gehalten, so dass man halt viel Licht hat, auch wenn dann die Seite hier mal zu ist, dass es relativ hell ist und dass es alles irgendwie luftig wirkt und nicht beengt. Mal gucken, vielleicht baue ich mit dem Kopf noch ein bisschen größer nach hinten, damit wir hier, wenn jetzt hier der Sitz steht, noch ein bisschen Platz haben, hier drin rumzulaufen, weil ich davon ausgehe, dass man eigentlich den fertigen Roboter dann nicht alleine steuern kann. Ja, und das war's mit dem Video und ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge.